Herzlich willkommen zum digitalen Informationsabend rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt aus dem Marienhospital Witten. Mein Name ist Daniela Lubin und ich verantworte in der St. Elisabeth-Gruppe den Bereich Marketing und Kommunikation und werde Sie heute durch den digitalen Informationsabend begleiten. Die St. Elisabeth-Gruppe hat insgesamt 3 Krankenhäuser mit Geburtshilfen. Das ist das Marienhospital in Herne, das St. Anna-Hospital in Herne und das Marienhospital hier in Witten. Wir werden heute ausschließlich Fragen rund um die Geburt im Marienhospital Witten beantworten. Warum? Weil mit mir hier 4 Experten und Expertinnen der Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Marienhospital Witten sowie der Kinderklinik Ihre Fragen beantworten werden. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, dass Sie Ihre Fragen stellen können und hier auch entsprechend beantwortet bekommen. Jetzt ist das so, dass Sie ja im Vorfeld die Möglichkeit hatten, auch Fragen schon mal zuzusenden, was Sie wieder zahlreich getan haben. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Wundern Sie sich jetzt nicht, wenn gleich Ihre Frage nicht im exakt gleichen Wortlaut gestellt wird. Es ist einfach so, dass in der Regel mehrere Menschen die gleichen oder ähnliche Fragestellungen haben. Das fassen wir dann zusammen. Und Sie haben jetzt auch während des gesamten Informationsabends die Möglichkeit, uns weiter Fragen zuzusenden. Das finden wir super und das sollten Sie auch auf jeden Fall machen. Und es ist so, dass wir den Abend ein bisschen strukturiert haben, damit auch immer die richtige Expertin, der richtige Experte gleich Ihre Frage dann auch beantworten wird. Und deswegen ist es in der Regel so, dass das variieren kann, wann die dann beantwortet wird. Also wundern Sie sich nicht, wenn die nicht direkt beantwortet wird, Ihre Frage. Wir haben die hier notiert und haben das auch im Blick und werden die dann entsprechend an den jeweiligen Experten, die Expertin auch richten. Manchmal ist es aber so, dass das gut passt und dann wird auch die Frage direkt in dem Kontext dann beantwortet. Ja, und damit bin ich mit dem organisatorischen Kram schon durch und freue mich jetzt sehr, dass der Direktor des Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth-Gruppe, hier im Marienhospital in Witten, ist er auch der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Professor Dr. Sven Schiermeier, durchstarten wird und mit den Besonderheiten der Geburtshilfe hier im Marienhospital in Witten beginnt. Ich darf Sie recht herzlich hier bei uns im Kreissaal des Marienhospitals Witten begrüßen zu unserem Informationsabend. Ja, was zeichnet die Geburtshilfe im Marienhospital Witten aus? Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Wand an Wand zusammen mit der Kinderklinik sind. Das heißt, wir können, wenn es sein muss, ab Beginn der Lebensfähigkeit zusammen mit unseren Kinderärzten Kinder versorgen. Die wenigsten brauchen das, aber für alle ist die Sicherheit da. Die meisten erleben natürlich eine natürliche Entbindung und Sie sehen hier in unserem Kreißsaal, wir haben versucht, die Krankenhausatmosphäre ein bisschen auszuschalten und eher Ihnen eine natürliche Hotelatmosphäre vielleicht hier zu geben, weil Sie sind ja nicht krank, Sie bekommen ein Kind, Sie haben ein wunderschönes Ereignis vor sich und das wollen wir auch dementsprechend hier begleiten mit einer natürlichen Geburt und trotzdem allen Sicherheiten eines Perinatalzentrums innerhalb dessen wir uns hier bewegen und in Zusammenarbeit mit den Kinderärzten, die quasi von uns hier 50 Fußmeter entfernt sind. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den ersten Fragen. Wie viele Personen dürfen denn bei der Geburt dabei sein? Ja, das ist eine ganz beliebte Frage. Prinzipiell können Sie so viele mitnehmen, wie Sie wollen. Nur ich kann Ihnen raten, beschränken Sie das. In der Regel kommt der Partner mit, weil das ist ja ein natürlich ganz wichtiges Ereignis, aber auch ein intimes Ereignis. Und da ist es vielleicht nicht so gut, wenn mehrere Menschen auf Sie einreden, sondern wenn man vielleicht eine Bezugsperson dabei hat und man sich dann auch ein bisschen fallen lassen kann in dieser Situation der Geburt und weiß, okay, mein Partner ist dabei, ich habe eine Hebamme, ich habe vielleicht noch einen Geburtshelfer dabei, die mich unterstützen bei der Geburt, damit das für Sie ein wunderschönes Ereignis wird.
Nächstes ganz wichtiges Thema wird immer wieder angesprochen. Wie schaut das denn aus mit den Familienzimmern? Gibt es da eine Möglichkeit, eines zu bekommen? Vielleicht ganz kurz vorab, wir blenden gerade die Preise ein und würden auch gleich ein paar Bilder von den Zimmern zeigen, während Sie die Frage beantworten. Also bei den Familienzimmern ist es wichtig, wir möchten den jungen Familien die Möglichkeit geben, dass nach der Entbindung der Vater der Partner mit im Krankenhaus bleiben kann, eventuell sogar noch ein Geschwisterkind mit dazukommen kann. Und dementsprechend haben wir auf unserer Wochenstation, die befindet sich eine Etage über dem Kreissaal, letztendlich nur Ein- und Zweibettzimmer, aus denen wir jeweils ein Familienzimmer machen können, wo Sie mit Partner und gegebenenfalls noch Geschwisterkind mit einziehen können. Dazu haben wir angrenzend an die Wochenstation noch 4 Junior-Suiten, das sind dann tatsächlich hotelähnlich ausgestattete Zimmer, die Sie dann wahrscheinlich jetzt auch eingeblendet sehen, wo Sie dann die entsprechenden, Annehmlichkeiten ähnlich wie im Hotel haben. Ja, jetzt haben Sie gerade schon von den Junior-Suiten gesprochen. Wie viele gibt es denn von diesen Suiten und sind die auch manchmal ausgebucht? Ja, also die Junior-Suiten sind auf 4 limitiert. Da ist natürlich klar, sollten jetzt gerade vorher 4 Paare alle eine Junior-Suite wollen, dann wird es ein bisschen eng. Aber wir können halt aus jedem anderen Zimmer auch ein Familienzimmer machen, sodass wir theoretisch nahezu unbegrenzte Möglichkeiten haben. Das heißt, es ist nur ganz, ganz selten so, dass wir Ihnen kein Familienzimmer anbieten können, wenn jetzt vorher gerade eine sehr große Nachfrage nach diesen Zimmern bestand. Wie weit im Voraus sollte man denn so ein Familienzimmer buchen? Ja. Buchen ist ja immer schwierig, weil es ist ja nicht so wie Ihr Sommerurlaub, wo Sie wissen, okay, ich fliege am 15. Juli los, sondern Sie wissen nicht, wann die Geburt startet. Dementsprechend ist es immer empfehlenswert, bei der Anmeldung zur Geburt, und das ist vielleicht auch wichtig, dass wir das heute ansprechen, so ab der 32. Schwangerschaftswoche ist es ganz sinnvoll, sich zur Geburt anzumelden. Wir bieten Ihnen da die Hebammensprechstunde an und da können Sie dann schon angeben, dass Sie so eine Suite haben möchten, ein Familienzimmer haben möchten, wie das für Sie richtig ist. Und da können Sie natürlich auch andere Fragen rund um die Geburt noch einmal stellen. Wir bereiten schon mal Ihr Geburtsjournal vor, damit, wenn Sie dann zur eigentlichen Entbindung kommen, wir einfach mehr Zeit für Sie haben. Das Ganze muss man ein bisschen abgrenzen von der ärztlich geleiteten Sprechstunde, der Geburtsplanungs- oder Risikosprechstunde. Jede Schwangere kann sich auf Überweisung ihres Frauenarztes mindestens einmal in der Geburtsklinik ihrer Wahl vorstellen. Und insbesondere sollten Frauen davon Gebrauch machen, bei denen es irgendetwas Besonderes gibt. Das Kind liegt in Beckenendlage, sie erwarten Zwillinge, das Kind ist vielleicht ein bisschen klein oder ein bisschen groß. Das sind alles Dinge, die man in der Geburtsplanungs- oder Risikosprechstunde besprechen sollte. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, dann sagen Sie uns, wenn Sie beide Sprechstunden besuchen möchten, einfach Bescheid, dann legen wir Termine hintereinander, dass Sie das in einem Besuch beides absolvieren können, dann ist das für Sie am unkompliziertesten. Wie schaut das denn jetzt aus, wenn man Zwillinge bekommt? Wann sollte man sich denn dann zur Geburt anmelden? Ja, bei Zwillingen ist es so, dass Sie sich sicherlich ein bisschen von Ihrem niedergelassenen Frauenärztin leiten lassen müssen, weil es gibt verschiedene Situationen bei Zwillingen. Es gibt Zwillinge, die haben 2 Fruchthöhlen, 2 Mutterkuchen. Da ist es so, dass meist eine Anmeldung so auch ab der 32. Schwangerschaftswoche reicht. Wenn es Kinder sind, die in einer Fruchthöhle sind und nur einen Mutterkuchen zusammen haben, dann ist es sicherlich deutlich früher notwendig, sich vorzustellen. Aber das sind dann die Details, die Sie mit Ihrem Frauenarzt besprechen müssen. Und die meisten Frauen, die eine Zwillingsschwangerschaft haben, haben 2 Fruchthöhlen, 2 Mutterkuchen. Und da reicht die Vorstellung so ab der 32. Schwangerschaftswoche. Bei den anderen Formen, die ein bisschen seltener sind, da wird es ein bisschen früher sein. Jetzt haben Sie ja über die Anmeldung zur Geburt gesprochen. Wie sieht das denn aus? Muss man sich denn tatsächlich auch vorher anmelden oder kann man auch ohne Anmeldung vorbeikommen? Also die Anmeldung zur Geburt ist eine Serviceleistung für Sie, damit wir Ihnen die Möglichkeit geben, nochmal individuelle Fragen zu stellen, damit wir mehr Zeit für Sie haben, wenn Sie zur Geburt mit wen tatsächlich kommen.
Sie müssen sich natürlich nicht vorher anmelden. Sie können auch einfach spontan vorbeikommen. Da müssen wir Sie halt eventuell unter Wehentätigkeit dann noch ein bisschen fragen, was gibt es für Allergien und so weiter. Das hatten wir sonst bei der Anmeldung zur Geburt schon alles vorher geklärt. Ja, super. Das sind schon mal die Fragen, die Sie in der ersten Runde bekommen haben. Ich freue mich sehr. Wir sehen Sie gleich noch mal wieder. Ja, und schon geht es weiter mit jetzt der zweiten Expertin. Elisabeth Rubertus ist Hebamme und stellvertretende Leitung im Kreissaal. Und sie wird jetzt berichten, was Sie erwarten dürfen von dem Team der Hebammen, wenn Sie dann hier in den Kreissaal kommen. Frau Rubertus. Hallo, guten Abend. Ich bin Elisabeth Rubertus. Ich darf hier heute stellvertretend stehen für unser gesamtes Hebammenteam. Genau. Ja, super. Es wird jetzt alle schwer interessieren, wie sieht das aus? Was machen Sie denn eigentlich alles hier, wenn ich jetzt als werdende Mama hier eintreffe? Also die Situation, die Wehen haben eingesetzt. Ich komme zum Krankenhaus, jetzt stehe ich hier am Kreissaal. Wie läuft denn jetzt die Ankunft dann hier ab? Genau, Sie stehen jetzt bei uns hier im Kreissaal, sind ein bisschen aufgeregt, ein bisschen voller Vorfreude und werden von einer Hebamme in Empfang genommen. Wir nehmen Ihren Mutterpass und vorausgesetzt, Sie haben sich angemeldet, auch die Anmeldeunterlagen zur Hand. Und dann nehmen wir Sie direkt mit in einen unserer schönen Kreissäle. Hier sehen Sie ja auch einen Kreissaal von uns. Da werden wir zunächst ein CTG schreiben, das heißt die Herztöne vom Kind anhören, um herauszufinden, ist mit dem Baby alles in bester Ordnung. Das sollte der Fall sein und wir untersuchen vaginal, um herauszufinden, beginnt der Muttermund sich schon zu öffnen, ist die Geburt schon losgegangen oder dauert es noch ein Weilchen. Und dann wird eine Ultraschalluntersuchung im Regelfall durchgeführt, um die Ergebnisse zu bestätigen und um gemeinsam mit dem ärztlichen Team zu entscheiden, wie wir weitermachen, ob sie bei uns bleiben und wie wir weiter vorgehen. Kommt das schon mal vor, dass man auch noch mal wieder nach Hause geht? Genau, das kommt vor, wenn man selber sich dazu bereit fühlt. Manchmal macht man sich voller Vorfreude auf den Weg und hat ganz viele Wehen und dann ist man hier und merkt, während das CTG geschrieben wird, es wird eher wieder weniger. Dann wird man in Rücksprache mit der Hebamme und den Ärzten auch noch mal nach Hause gehen können, um dann wiederzukommen, wenn es wirklich soweit ist. Okay. Dann haben wir hier eine Frage zu dem Thema Entspannungsbad. Ist es möglich, vor der natürlichen Geburt zur Entspannung ein Bad zu nehmen? Ja, genau. Unsere Kreissäle sind mit Entspannungsbadewannen ausgestattet, beziehungsweise... Wir zeigen die jetzt auch mal eben im Bild. Ja, perfekt. Beziehungsweise auch der Geburtswanne. Und es gibt, wenn keine Kontraindikation, also keine Gründe, die dagegen sprechen, vorliegen, auf jeden Fall immer die Möglichkeit, in diesen Badewannen sich auszuprobieren, ob die helfen zur Schmerzlinderung, um mit den Wehen besser klarzukommen, um die Wehen gut veratmen zu können. Okay. Jetzt... haben wir hier im Kreissaal ja das ein oder andere hinter Ihnen aufgebaut. Ja, genau. Vielleicht sind Sie so nett und würden mal ein bisschen erzählen, was für Geburtspositionen gibt es denn? Was an diesen von Hilfsmitteln wird denn auch benutzt? Und vielleicht auch in welchen Phasen der Geburt? Ja, gerne. Also gerade in der Anfangsphase wird sehr häufig hier der Ball benutzt. Da kann man sich einfach draufsetzen, ausprobieren, ob das gut tut. Das Becken kann gut bewegt werden, was hilfreich ist für eine natürliche Geburt. Wir haben hier auch Turnmatten, wenn man andere Positionen einnehmen möchte. Ansonsten natürlich auch unsere Kreisbetten, die verstellbar sind, höhenverstellbar in alle möglichen Positionen, auch umbaubar. Wir haben Stillkissen als Lagerungshilfen. Es ist alles möglich, weil wir auch ein CTG-Gerät haben, was ohne Kabel funktioniert, dass wir das einfach befestigen können und Sie sich dann mit dem CTG ausprobieren können in den unterschiedlichen Positionen. Dann haben wir natürlich auch noch diese Gebärhocker, auch eine mögliche Position, meistens dann zum Ende der Geburt hin. Okay. Hier ist jetzt direkt die Frage nach der Wassergeburt. Ist die möglich und muss man sich vorab dafür entscheiden?
Dann komme ich direkt schon mal zur zweiten Frage. Nein, man muss sich vorab nicht dafür entscheiden. Wir sagen immer eine Offenheit mitbringen, dann gucken, was die Situation bringt, wie man sich in der Situation fühlt. Viele machen das ja auch zum ersten Mal und dann muss man einfach gemeinsam mit der Hebamme, mit dem Team schauen, was fühlt sich gut an. Eine Wassergeburt ist grundsätzlich möglich. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, zum Beispiel, wenn man ein Frühchen erwartet, also wenn es Risiken gibt, die das verhindern, wo man sagt, zum Wohl von dem Kind oder der Mutter ist es besser, dass man nicht ins Wasser geht. Ansonsten ist es auf jeden Fall gerne möglich. Okay. Und ich muss das nicht anmelden, genau. Wie ist das denn jetzt? Wir haben gerade, weil die Anmeldung jetzt gerade bei der Wassergeburt erfragt worden ist, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich jetzt als Mama ganz feste oder werdende Mama ganz feste Vorstellungen davon habe, wie meine Entbindung so aussehen sollte? Ist das zu empfehlen? Sieht die nachher genauso aus? Wie darf man sich das vorstellen? Wir freuen uns immer total, wenn man sich als werdende Mama Gedanken gemacht hat über die Geburt. Was wünscht man sich vielleicht auch nicht? Das ist immer hilfreich. Und dann sagen wir als Hebammen immer, dass es sehr wichtig ist, das einfach auf sich zukommen zu lassen, zu gucken, wie entwickelt sich alles, was brauche ich wirklich. Manchmal hat man dann doch noch andere Ideen, probiert andere Möglichkeiten aus und stellt fest, das ist das Richtige, auch wenn man es vorher nicht so geplant hatte. Es ist immer gut, sich Gedanken zu machen und auch die Wünsche zu äußern und dann zu gucken, was in dem Moment angemessen und gut ist. Ich höre heraus, Wünsche äußern ganz wichtig, also Kommunikation miteinander? Auf jeden Fall, das ist ein wichtiges Thema, gerade in der Geburtshilfe. Man verbringt viel Zeit miteinander, gerade die werdenden Eltern bzw. die werdende Mutter und Begleitpersonen und die Hebamme bzw. Hebammenstudentin. Wir haben auch häufig Studentinnen, die Teil der Betreuung sind. Das ist für uns ein wichtiges Thema, dass die Kommunikation passt, dass man auch auf einer Wellenlänge ist. Und man kann auch alles fragen? Alles fragen. Super, perfekt. Wie schaut das jetzt mit Musik aus? Kann die im Kreißsaal gespielt werden? Ja, wir sagen immer, der Kreißsaal soll wie ein Wohnzimmer sein, dass man sich zu Hause fühlt, dass man sich wohlfühlt. Und wenn dabei Musik einen Beitrag leistet, dann auf jeden Fall gerne. Wir haben eine Box, die wir verleihen und ansonsten einfach mit in die Kreißsaaltasche reinpacken. Die meisten haben ja eine Box zu Hause. Das kann sehr gerne gemacht werden. Sehr schön. Kann man sich eine Hebamme wünschen, wenn die Chemie nicht stimmt? Ja, wenn das passt mit den Kapazitäten der Hebamme auf jeden Fall. Wir erleben das sehr selten bis eigentlich nie. Wenn man jetzt merkt, man kommt nicht auf die gemeinsame Wellenlänge, es funktioniert nicht, dann kann man auf jeden Fall auch ins Gespräch gehen, die Kommunikation suchen und fragen, ob da vielleicht gerade jemand anders noch Betreuungskapazitäten hat. Okay. Können Sie auch ein bisschen was dazu erzählen, wenn das Baby jetzt da ist, wie das ausschaut, wie die U1 direkt nach der Geburt dann vorgenommen wird und was da passiert? Mhm. Genau, wenn das Baby da ist, ist es uns Hebammen total wichtig, dass erstmal eine Zeit der Ruhe und des Bondings da ist, dass sie Zeit haben, mit ihrem kleinen Nachwuchs anzukommen, eventuell sogar schon einen ersten Stillversuch zu wagen und genau das erste Anlegen auszuprobieren hier bei uns im Kreißsaal. Ansonsten findet dann im Verlauf der Zeit, die sie noch im Kreißsaal verbringen, die U1 statt. Das ist die erste Untersuchung, die für alle Kinder in Deutschland Pflicht ist, wo wir einfach mal gucken, ist mit dem Baby alles in Ordnung. Wir kontrollieren den Puls, wir kontrollieren, wie groß ist das Baby, wie schwer, sind irgendwelche Besonderheiten zu sehen. Es gibt auch immer kleine Fußabdrücke von den Babys, die man dann mit nach Hause nehmen kann, um einfach eine schöne Erinnerung an den besonderen Moment zu haben. Schön. Wie lange bleibt man denn nach der Geburt im Kreißsaal? In der Regel 2 Stunden ungefähr. In der Zeit wird eben das erste Anlegen versucht. Wir machen die U1, schauen, wie es der Mutter geht, wie es dem Kind geht. Wenn dann alles in Ordnung ist, dann dürfen Sie nach 2 Stunden auf die Station. Okay. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen, ob man die Zeit auch nach der Geburt im Krankenhaus verbringen möchte oder ob man vielleicht direkt möglichst wieder nach Hause gehen möchte. Wie schaut das denn aus? Wie läuft denn so eine ambulante Geburt hier ab? Mhm. Und wann darf man denn dann nach Hause gehen? Und gibt es da besondere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen? Mhm. Genau, wir bieten auch ambulante Geburten an. Die laufen erstmal genauso wie die anderen Geburten ab.
nach der Geburt oder kurz davor ist es wichtig, dass man uns einmal Bescheid gibt, dass wir wissen, Sie möchten ambulant nach Hause gehen, dann bleiben Sie nach der Geburt mit Ihrem Baby noch 4 Stunden bei uns im Kreißsaal, also ein bisschen länger als normal, damit wir einfach alles kontrollieren können, die ersten Rückbildungsschritte kontrollieren können, nach Ihrem Baby sehen können. Und wenn die ärztlichen Kollegen sowie auch die kinderärztlichen Kollegen und die Hebammen ihr Okay dazu geben, dann dürfen sie auch gerne nach 4 Stunden schon wieder in ihre eigenen 4 Wände zurück. Muss man dann irgendwas mit der Nachsorgehebamme auch nochmal berücksichtigen? Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, eine Nachsorgehebamme zu Hause zu haben, die einfach noch weiter kontrolliert, nimmt das Baby gut an Gewicht zu, die Rückbildung weiter überprüft. Wir bieten das auch an, dass sie zur U2 und zum Hörtest, der immer durchgeführt wird, zu uns nochmal zurückkommen, auf die Station 10, wo das dann getestet wird, dass sie sich mit ihrem Frischgeborenen nicht in die nächste Kinderarztpraxis setzen müssen. Schön. So, dann haben wir noch eine Frage. Wie bald nach der Geburt kann man duschen gehen? Gute Frage. Sobald der Kreislauf das zulässt. Man ist erschöpft nach einer Geburt, das ist anstrengend, aber viele Frauen sind auch sehr schnell wieder fit und auf den Beinen. Genau, wenn man sich für eine PDA entschieden hat, ist es wichtig, noch abzuwarten, dass dieser kleine Schlauch, der Katheter, vorher aus dem Rücken genommen wurde. Wenn dann alles in Ordnung ist, der Kreislauf das mitmacht, dann darf man sofort unter die Dusche springen. Okay, ja, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir mit den Fragen durch. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Professor Schirmeier. Er wird jetzt darauf eingehen, ein ganz wichtiges Thema für Frauen, welche Möglichkeiten der Schmerzerleichterung gibt es denn während der Geburt? Und dann wird es auch noch um das Thema Kaiserschnitt und Betreuung von Beckenendlagen gehen. Professor Schirmeier. Ein ganz großes Thema rund um die Geburt ist immer die Sorge vor Schmerzen. Und das wollen wir Ihnen gerne heute schon so ein bisschen nehmen, weil in der Geburtshilfe haben wir ein Riesenspektrum an möglicher Schmerztherapie. Und das fängt im Prinzip schon vorgeburtlich an. Geburtsvorbereitende Akupunktur kann dazu führen, dass die erste Phase der Geburt, die Eröffnungsphase, ein bisschen zügiger verläuft und sie damit weniger Schmerzen haben. Von daher ist das sicherlich sehr empfehlenswert. Es geht weiter um homöopathische Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Globuli, die man in bestimmten Situationen geben kann. Und dann geht es natürlich weiter über schmerzstillende Medikamente, über Infusionen. Dann geht es zum Lachgas. Das Lachgas, das hat jetzt wieder eine Renaissance erfahren. Das war in den 60er Jahren schon mal sehr in, ist jetzt wieder ganz beliebt. Beim Lachgas ist es so, dass Sie eine Maske nehmen und über diese Maske ein festes Gemisch, 50% Sauerstoff, 50% Lachgas einatmen. Und damit so das Gefühl kriegen, jetzt im Moment ist mir alles egal. Das ist dann für die Situation auch genau richtig. Und das Schöne ist, Sie können selber kontrollieren. In dem Moment, wo Sie die Maske selber wieder absetzen, atmen Sie das Lachgas wieder ab. Und wenn es unangenehmer wird, können Sie die Maske wieder vors Gesicht halten. Dann gibt es natürlich noch die PDA, die Periduralanästhesie. Die Periduralanästhesie ist auch sehr beliebt als wirklich sehr, sehr potentes Schmerzmittel. Da wird eine örtliche Betäubung zunächst im Rückenbereich vorgenommen, dann wird ein kleiner Katheter rückenmarksnah gelegt und dieser Katheterschlauch, den klebt man dann anschließend so auf die Haut im Schulterbereich. Darüber kann man dann immer wieder ein lokales Betäubungsmittel nachspritzen, weil Sie ja nicht unbedingt wissen, wie lange dauert denn eine Geburt. Und die PDA nimmt Ihnen quasi sämtliche Wehen in dieser Eröffnungsperiode zur Austreibungsperiode, also sprich, wenn der Muttermund vollständig geöffnet ist und das Köpfchen sich dann durch den Geburtskanal dreht, da will man auch in gewisser Weise einen gewissen Druck nach unten haben, weil dann wissen Sie auch, wo Sie letztendlich hinpressen müssen. Ein bisschen abtrennen davon muss man nochmal die Spinalanästhesie, die ist zwar so ähnlich wie die PDA, die legt man bei einem geplanten Kaiserschnitt. Das heißt, da wird rückenmarksnah einmalig eine örtliche Betäubung gesetzt und dann hat man quasi ab Bauchnabel abwärts
kein Schmerzempfinden, Berührung merkt man. Und wenn ein Baby per Kaiserschnitt zur Welt kommt, dann ist es natürlich so, dass man dem Baby ja ein bisschen Platz bereiten muss. Und wenn das Köpfchen dann geboren wird, die Bewegung merken sie, aber sie merken keine Schmerzen. Okay. Wir haben ja gerade das Thema Wassergeburt auch gehabt. Wie schaut das aus? Stichwort PDA und Wassergeburt. Ja. Wie das also zusammen? Eine Wassergeburt, das Wasser ist ja auch ein Element, mit dem Sie weniger Schmerzen haben bei der Geburt. Das heißt, wer eine Wasserentbindung anstreben möchte, kann das durchaus mal probieren, wenn er sich oder wenn sie sich ins Wasser setzt und schaut, fühle ich mich dann besser, ist es mit den Schmerzen besser, alles erträglich. Daraus entwickeln sich dann wunderschöne Wassergeburten. Wenn man feststellt, nee, das Wasser ist doch nicht für mich so das ideale Element, dann kommt man halt wieder raus aus dem Wasser und dann kann man gegebenenfalls eine PDA legen. Was wir nicht machen, ist, dass sie mit der PDA in die Badewanne gehen, aus folgendem Grund, das Badewasser ist ja warm, das heißt, die Gefäße stellen sich weit, der Blutdruck fällt ab. Das gleiche passiert bei der PDA, die Gefäße stellen sich weit, der Blutdruck fällt ab und wenn man beides zusammen machen würde, würden sich diese Effekte potenzieren und dann haben wir Kreislaufprobleme in der Badewanne. Okay. Ist eine spontane Geburt trotz eventuellem Leistenbruch möglich? Ja, also das ist natürlich eine ganz spezielle Frage. Es kommt immer darauf an, was ist das für eine Situation. Das heißt, da sollte man sich in der Risikosprechstunde vorstellen. Es gibt durchaus Frauen, die mit einem Leistenbruch auch entbinden können, aber natürlich entbinden können. Aber es gibt natürlich auch Befunde, wo man eher abraten würde. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß ist die Bruchpforte, kann sich da Darm hineinschieben in die Bruchpforte. Also das ist eine sehr individuelle Frage für die Risiko- oder Geburtsplanungssprechstunde. Da ist also auch wichtig, dann wirklich vorher vorbeizukommen, ja, um das zu klären. Wie viele Tage nach dem Entbindungstermin wird ein Kaiserschnitt oder eine Einleitung empfohlen? Ja, also wenn prinzipiell eine spontane Entbindung angestrebt wird, dann ist es so, wenn es eine risikofreie Schwangerschaft gibt, dass man ab Termin alle 2-3 Tage die Schwangerschaft kontrolliert und dann kann man nach 7 Tagen, wenn das Baby dann immer noch nicht auf der Welt ist, eine Einleitung anbieten. Spätestens nach 10 Tagen sollte man dann auch wirklich die Einleitung durchführen. Da kommen natürlich auch noch ein paar spezielle Aspekte mit dazu. Ist die Schwangerschaft wirklich eine Risikoschwangerschaft oder eine Niedrigrisikoschwangerschaft? Wenn es ein höheres Risiko gibt, also zum Beispiel ein höheres Lebensalter der werdenden Mutter, dann würde man gegebenenfalls auch früher einleiten. Aber da ist es so, da wird sie ihre Frauenärztin, ihr Frauenarzt natürlich entsprechend dann auch führen in der Schwangerschaft und sie dann beraten, wann eine Einleitung sinnvoll ist. Prinzipiell gilt, wenn es kein Risiko gibt, 7 Tage, gegebenenfalls 10 Tage über Termin. Und es muss ja dann auch nicht der Kaiserschnitt sein, sondern dann würde man versuchen, die Geburt sanft anzustoßen durch eine Einleitung. Okay, aber wo wir gerade bei dem Kaiserschnitt sind, wie würde denn ein geplanter Kaiserschnitt, der medizinisch notwendig ist, ablaufen? Ja. Also beim geplanten Kaiserschnitt, den würde man ja, wenn es geht, vor Beginn einer Wehentätigkeit machen. Das heißt, Sie kommen zur Geburtsplanung, da legen wir mit Ihnen den Kaiserschnitttermin fest. Wenn es jetzt keine Besonderheiten gibt für die Terminfestlegung, ist es in der Regel, dass man es ungefähr eine Woche vor dem errechneten Termin macht. Wir würden das mit Ihnen soweit in der Geburtsplanung besprechen, dass wir den Termin festlegen, dass Sie einen Tag vor dem Termin nochmal zu den Voruntersuchungen kommen. Das heißt, da nimmt man Blut ab, klärt Sie über den Eingriff auf, stellt Sie beim Anästhesisten vor, da gehen Sie wieder nach Hause und dann kommen Sie am Tag des Kaiserschnitts morgens um 7 hier in den Kreissaal. Und da machen wir hier noch ein paar Vorbereitungen. Sie kriegen noch ein OP-Hemdchen und wir haben bei uns den Kreissaal OP direkt am Kreissaal. Das heißt, wir fahren Sie dann hier aus diesem Raum, sind 10 Meter ungefähr, bis in den Kaiserschnitt-OP-Saal. Da findet dann der Kaiserschnitt statt. Ihr Partner kann, wenn er das möchte, mit dazukommen. Der schleust sich mit uns steril ein und sitzt dann bei Ihnen auf der Kopfseite.
Unterhalb der Brust geht so ein steriles Tuch nach oben. Wenn Sie eine Kaisergeburt wünschen, kann man dieses Tuch absenken. Sie sehen, wie das Baby aus dem Bauch entwickelt wird. Und dann schaut einmal unser Kinderarzt auf einer Versorgungseinheit, die ist so von Ihrem Kopfteil ungefähr 5 Meter entfernt, dass es dem Baby gut geht. Und dann kommt das Baby im OP-Saal bei Ihnen auf die Brust und wir verschließen in der Zeit den Bauch wieder. Und anschließend kommen Sie noch so 2 Stunden zur Überwachung hier in den Kreißsaal zurück. Okay. Wie viele Wochentage vor Entbindungstermin findet denn der Kaiserschnitt dann statt? Ja, also der geplante Kaiserschnitt, wenn es sonst keine Besonderheiten gibt, wird ungefähr 1 Woche vor dem errechneten Termin durchgeführt. Dann kommen wir zu der Beckenendlage. Wie schaut das denn da aus? Oft redet man ja da dann direkt von einem Kaiserschnitt. Wie ist das? Nein, das muss nicht sein. Auch das ist eine Situation. 5% aller Kinder liegen in Terminnähe in Beckenendlage. Meist kann man das so sehen, wenn in der 35. Woche das Kind in Beckenendlage liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass das auch zum Termin hin Richtung Beckenendlage geht. Das heißt, dann sollte einmal die Vorstellung in der Geburtsplanungs- oder Risikosprechstunde erfolgen. Und da muss man dann so ein bisschen schauen, wie groß ist das Kind. Letztendlich muss man sich das ja geburtsmechanisch so vorstellen. Ein Kind, was tendenziell eher ein bisschen kräftiger ist, ist von Vorteil für eine vaginale Beckenendlagenentbindung, weil quasi der Po und der Bauchumfang dann für den Kopf den größten Umfang quasi mit dem knöchernen Schädel entsprechend vordehnen kann, weil das Köpfchen kommt ja bei der Beckenendlagenentbindung als letztes. Heißt, das muss man in der Geburtsplanungssprechstunde so ein bisschen überprüfen. Günstig ist quasi eher ein etwas kräftigeres Kind, weil es halt gut vordehnen kann. Kinder, die sehr, sehr zart sind und im Verhältnis dazu das Köpfchen dann eher ein bisschen größer, ist eher ungünstig. Aber das muss man halt zusammen festlegen, ob eine vaginale Entbindung möglich ist. Prinzipiell ja. Ob man eine äußere Wendung macht, auch das ist eine Option, dass man das Baby versucht, aus der Beckenendlage herauszudrehen, in Schädellage zu drehen oder halt die dritte Variante, den geplanten Kaiserschnitt. Okay. Wir haben vorhin über die ambulante Geburt gesprochen. Hier ist eine Nachfrage. Ist eine ambulante Geburt mit Schwangerschaftsdiabetes möglich? Ja, also da ist immer so, da würden wir Ihnen prinzipiell eher von abraten, weil das Kind anschließend ja noch ein bisschen überwacht werden muss, damit das Kind nicht unterzuckert. Beim Schwangerschaftsdiabetes ist prinzipiell ein gewisses Risiko da und deswegen sollten Frauen mit dem Schwangerschaftsdiabetes auch eher in einem Perinatalzentrum mit Kinderklinik entbinden, dass ein Kind mal unterzuckern kann und deswegen würde man das prinzipiell eher noch ein bisschen kontrollieren, bevor man dann grünes Licht für zu Hause gibt. Herzlichen Dank. Damit bin ich mit allen Fragen hier durch. Vielen Dank. Ja, und weiter geht es wieder mit einer Expertin. Natalia Miller ist Stillberaterin und Gesundheits- und Krankenpflegerin und sie wird jetzt alles berichten rund um das Thema Stillen, was Sie hier für Möglichkeiten im Marienhospital in Witten haben, welche Unterstützung Sie da auch bekommen. Frau Miller. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin froh, hier sein zu dürfen, Ihre Fragen zu beantworten. Ja, perfekt. Wie wird das Stillen allgemein hier im Marienhospital in Witten unterstützt? Ja. Also wir gehen entweder in die Praxis oder in die Theorie. Das heißt, wir schauen, wo jetzt gerade Bedarf ist, wo Sie jetzt gerade eben Schwierigkeiten haben oder unterstützt werden möchten. Wir können gemeinsam anlegen, wir können uns in verschiedene Stillpositionen einfinden. Wir können schauen, wie wird das Kind, ob Sie richtig anlegen, ob das Kind korrekt angedockt ist. Genau, manchmal gehen wir auch einfach nur in die Theorie, also dann gehen wir in die Beratung, sind gerade Fragen da, haben Sie überhaupt Fragen, vielleicht ist es ja auch schon Ihr zweites oder drittes Kind, Sie sind da Vollprofi drin, häufig sind hier und da mal eben Fragen, die dann aufkommen, aber man möchte sich eben kurz erinnern. Genau, wir machen das ganz individuell, da wo gerade eben Unterstützung gebraucht wird, entweder wie gesagt nur die Beratung oder wir gehen in die Praxis und stillen gemeinsam. Okay.
Das heißt, wenn es irgendwie Probleme gibt, hat man auch direkt ab dem ersten Tag einen Ansprechpartner. Ja, auf jeden Fall. Meine Kollegin und ich, wir sind jeden Tag da im Wechsel, werktags, im Frühdienst, sodass wir auch schauen, dass wir wirklich jede Wöchnerin auch erreichen, zu jeder einmal mit ins Zimmer gehen und uns vorstellen, genau, fragen, ob sie Unterstützung brauchen, ob sie Hilfe brauchen, ob das gut funktioniert. Kann ja auch sein, dass sie sagen, nö, alles gut, dann schicken sie uns wieder raus, da freuen wir uns natürlich auch. Wenn das eben auch gut klappt, manchmal kommt man doch schon mal ins Gespräch. Genau, Sie können aber jederzeit, wenn Sie Unterstützung benötigen, entweder nach uns fragen. Wenn wir eben nicht da sind, ist auch das gesamte Team. Wir sind, bestehen aus Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern und Hebammen und die unterstützen auch. Alle sind still fortgebildet, das heißt auch zu jeder Tages- und Nachtzeit erhalten Sie da Unterstützung. Schön. So, hier kommt noch eine Frage rein. Ich habe von einer Zufütterungsspirale gelesen. Ja. Also, dass man nicht sofort zufüttern soll, weil die Brust sonst entwöhnt wird. Ist da etwas dran? Also wir sind mal kurz weg von dem Thema Stillen. Ja, wobei das ja auch gut miteinander zu kombinieren ist, wenn es notwendig ist tatsächlich. Ne? Also wir arbeiten stillfreundlich, wir vermeiden jegliche Arten von Saugern und wenn es eine medizinische Notwendigkeit gibt, zuzufüttern, dann tun wir dies auch stillfreundlich. Also diese Methode gibt es auch. Es gibt manchmal wirklich Notwendigkeiten zuzufüttern und da schauen wir, dass wir in erster Linie an der Brust zufüttern. Das heißt, das Kind saugt an der Brust und da können wir mit Hilfe einer Spritze, dann setzt man vorne so einen Halm auf, eine Art Strohhalm, das führen wir dann in den Mundwinkel des Kindes ein und dann wird eben darüber zugefüttert und das auch im besten Falle mit Muttermilch, das heißt mit vorher gewonnenen Muttermilch, das wäre so die perfekte Variante, wenn das möglich ist. Ansonsten haben wir auch Pränahrung da, die wir eben zugeben können oder ja, müssen, je nachdem, wenn es notwendig ist. Aber da ist das Stillen nicht gefährdet. Erst dann, wenn Sauger hinzugezogen werden, aber das empfehlen wir eben nicht, wenn Sie das Stillen wünschen. Okay. Wie ist das denn, wenn man jetzt eben das erste Kind bekommt und noch keine Erfahrung mit dem Stillen hat? Klappt das immer automatisch direkt oder dauert das auch ein bisschen? Genau, ist ein bisschen schwierig. Gerade eben, wenn es die erste Stillbeziehung ist, das erste Kind, ist es für die Mama ja auch völlig neu. Für das Kind ist es ja auch völlig neu. Das Kind muss es ja im Grunde auch erlernen. Es ist ein Suchreflex da, ein Saugreflex ist da, aber das korrekte Andocken, das muss auch das Kind noch erlernen. Und wenn die Mama es, wie gesagt, so vorne nicht gemacht hat und nicht weiß, wie soll ich das Kind jetzt überhaupt hier handeln, dann kommt man nicht immer sofort zueinander. Also Sie müssen die Schritte erlernen, Ihr Kind muss die Schritte erlernen. Wenn Sie die erlernt haben, dann tanzen Sie Ihren perfekten individuellen Tanz zusammen, den kein anderer tanzt. Und das braucht manchmal eben einfach ein paar Tage. Und da müssen Sie sich eben einfach ein wenig Zeit geben, Ihrem Kind Zeit geben. Dafür sind wir da. Und bitte holen Sie sich immer Unterstützung von uns. Sie müssen da auch oft mit uns kommunizieren und Hilfe einfordern. Es ist ganz wichtig, dass Sie häufig anlegen. Zum einen wichtig für Ihr Kind, das häufige Anlegen, weil auch am Anfang eben Gewicht fällt. 7% Gewichtsabnahme, das Geburtsgewicht ist ganz physiologisch. So am vierten, fünften Tag wird Ihr Kind die Kurve bekommen und etwa so nach 2 Wochen das Geburtsgewicht auch erreicht haben. Das kriegen wir ja dann gar nicht mehr mit. Das wird dann die Hebamme sein, die zur Nachsorge kommt, die da eben drüber schaut. Aber auch da ist es dann halt eben wichtig, weil wenn Ihr Kind über 10% des Geburtsgewichts abnimmt, da sind wir eben bei dieser medizinischen Notwendigkeit zuzufüttern, damit es nicht mehr wird, weil wir müssen in die Ausscheidung rein, sonst gehen wir in die Gelbsucht und das hat eben ganz viele Probleme, wenn gerade wirklich nicht von Anfang an, ab dem ersten Tag, man dahinter ist und regelmäßig anlegt. Manchmal brauchen die Kinder ein wenig Unterstützung, manchmal einen kleinen Schubs. Da kommen wir mit unseren Tricks, das Kind vielleicht auch mal zu wecken. Manche Kinder wollen einfach nicht und die wollen die Geburt verarbeiten und sind einfach noch viel zu schwach, um an der Brust zu saugen. Wir können auch kein Knöpfchen drücken, wenn wir alles versucht haben. Es nicht möglich ist, dann haben wir aber die Möglichkeit, Kolostrum, Muttermilch per Hand zu gewinnen und Ihrem Kind eben stillfreundlich per Fingerfeeding beispielsweise zu geben. Genau, dann geben wir Ihrem Kind Zeit, bis es dann soweit ist und sagt, so, jetzt mache ich weiter. Sehr schön. Wie schaut das denn so mit der Rundumversorgung aus? Werden Kleidung und Hygieneartikel für die werdende Mutter und das Kind gestellt, wenn beide noch im Krankenhaus sind?
Beispiel wären jetzt Windeln, Feuchttücher. Ja, auf jeden Fall. Sie brauchen nichts mitzubringen, bis auf die Klamotten, mit denen sie eben, Kleidung für ihr Kind, mit denen sie halt eben auch nach Hause fahren oder vielleicht auch mal was Nettes für den Babyfotografen. Aber ansonsten haben wir Bodies da, Jäckchen, Strampler, wir haben Windeln da, feuchte Tücher, Kompressen für die Nahbepflege, Mützen haben wir da, Wickelunterlagen, was man eben alles so benötigt. Da brauchen Sie nichts mitzubringen, bitte. Für die Frau haben wir Binden da, wir haben Netzhöschen da, das sind Einmalhöschen, die Sie dann auch verwerfen können. Ja, perfekt. Und schon bin ich durch mit den Fragen. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ja, und wir kommen wieder zu einem Experten, Dr. Garavi, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik, und wird Ihnen Einblicke in das geben, was das Team der Kinder- und Jugendklinik für Ihr Neugeborenes tut. Dr. Garavi. Ja, vielen Dank für die Einführung. Es freut mich sehr, dass wieder zahlreiche Leute eingeschaltet haben und uns auch Fragen stellen wollen. Zunächst einmal, in der Regel haben sie mit dem Kinderarzt gar nicht so viel zu tun. Die Frauenärzte, die Hebammen, die Kinderzimmerschwestern kümmern sich um sie. Und für die meisten Kinder ist auch gar nicht mehr nötig. Sie sehen den Kinderarzt dann bei den Vorsorgeuntersuchungen U1 und bei der U2. Bei allen Kindern in Deutschland werden eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht, Screening-Untersuchungen. Man guckt, ob genügend Sauerstoff im Körper ist. Man guckt nach dem Stoffwechseltest. Man macht einen Hörtest. Während der Zeit, die Sie in der Klinik verbringen, können Sie jederzeit auch Fragen stellen. Es ist immer Personal da, es sind Ärzte da, es sind Schwestern da. Die Intensivstation ist Luftlinie ungefähr 10 Meter entfernt vom Kreissaal. Das heißt, wenn es einen Notfall gibt, sind wir auch sofort zur Stelle und können jederzeit behilflich sein. Das Level 1 Zentrum kann Kinder ab einem minimalen Gewicht von ab 300 Gramm versorgen, ab minimal 22 Wochen. Wir empfehlen eher ab 23 Wochen, aber das heißt, besonders kleine Frühgeborene können hier natürlich versorgt werden, als auch die ganzen reifen Kinder, wenn die kleinere Probleme haben, wenn der Zucker ein bisschen zu niedrig ist, wenn die Kinder zu gelb sind oder andere Probleme aufgetreten sind, sind wir natürlich jederzeit für Sie zur Stelle, um auszuhelfen. Ich nehme an, die Frage geht an Sie. Wird Vitamin K nach der Geburt sofort verabreicht? Ja, es gibt ein starres Schema in Deutschland, und zwar wird Vitamin K zur ersten, zweiten und dritten Vorsorgeuntersuchung verabreicht, jeweils 2 Milligramm. Das machen praktisch alle Kinderkliniken in Deutschland so. Es gibt ein alternatives holländisches Modell, das sich aber als weniger vorteilhaft erwiesen hat. Okay. Jetzt haben Sie ja gerade schon über Untersuchungen gesprochen. Darf die Mutter bei jeder Untersuchung dabei sein? Klar, es ist ja Ihr Kind, das heißt, wir haben da nichts dagegen, wenn Sie dabei sind. Es gibt gewisse Dinge auf der Intensivstation, da finde ich, muss eine Mutter oder ein Vater das nicht unbedingt sehen. Das besprechen wir aber mit Ihnen. Aber in der Regel, wenn Ultraschall oder Hörtest oder irgendwas gemacht wird, ist gar nichts Schlimmes. Sie können da immer dabei sein, weil das ja auch kein großes Geheimnis ist, was wir da machen. Wir freuen uns, wenn Sie da sind, wenn Sie Ihr Kind auch trösten und es in den Arm nehmen, je nachdem, was halt gerade nötig ist, ist überhaupt kein Problem. Okay. Ist die Behandlung mit Silbernitratlösung an den Augen noch gängig? Ich glaube, ich arbeite jetzt schon ein paar Jahre, und ich habe es aus Büchern gekannt, und bereits da haben wir es nicht mehr verwendet. Also wir verwenden das schon lange nicht mehr. Okay. Weil einfach auch, das kann man auch gut erklären, heutzutage werden alle Schwangeren auf Chlamydien getestet. Mhm. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Chlamydieninfektion unter der Geburt bekommt, ist ultra gering, weil wir ja schon wissen, dass die Mutter negativ ist. Ja. Und wenn die Mutter positiv ist, wird sie durch den Frauenarzt behandelt, sodass die Notwendigkeit dafür tatsächlich extrem gesunken ist. Okay. Wird die RSV-Impfung bei den Kindern ab September durchgeführt?
Eine sehr gute Frage, das frage ich mich auch. Wir sind gerade in Verhandlungen mit den Krankenkassen und mit den niedergelassenen Ärzten. Das ist ein komplexes Geschehen, das führt vielleicht auch zu weit. Ich will es versuchen, ganz kurz zu erläutern. Die STIKO hat eine Empfehlung abgegeben, wir sollen es machen. Wir finden das prinzipiell gut, dass das gemacht wird. Leider kostet jede einzelne Impfung über 300 Euro. Und der Geldgeber, die Krankenkassen, haben das aber noch nicht in ihr Routineprogramm übernommen. Es gibt also niemanden, der diese 300 Euro aufbringt. Wenn Sie also sehen, wir haben hier in unserer Klinik zwischen 2.500 und 3.000 Entbindungen und das wären jeweils 300 Euro pro Kind, was wir ausgeben sollten, was nicht finanziert ist, das wird nicht funktionieren. Also dieser Punkt muss noch geklärt werden. Wenn das geklärt ist, wer für die Kosten aufkommt, werden wir das umsetzen, weil wir auch sonst immer versuchen, STIKO-Empfehlungen zeitnah und gut umzusetzen. Okay. Es ging gerade um das Thema, dass ein Neugeborenes auch mal auf die Intensivstation kommen kann. Wie schaut das aus? Kann ein Elternteil das Kind dann begleiten? Prinzipiell ist es so, dass wir für Eltern keine Besuchszeiten haben. Das heißt, Eltern haben 24 Stunden am Tag das Recht, zu ihrem Kind zu kommen. Das andere ist, wenn sie nicht kommen können, weil zum Beispiel die Mutter noch nicht laufen kann oder weil sie selbst auf der Intensivstation liegt oder irgendwas Widriges vorliegt, gibt es eine gewisse Zahl von Kameras, die wir den Eltern anbieten, damit sie trotzdem auch virtuell bei ihrem Kind sein können. Wir haben auch einige Plätze, wo die Eltern auch neben ihrem Kind schlafen können. Es ist tatsächlich so, dass wir überzeugt davon sind, dass das gut ist für die Bindung. Andererseits muss die Mutter, wenn sie beim Kind schläft, auch Selbstversorger sein können, weil meine Kinderkrankenschwestern sich um 1000 Gramm Babys kümmern und nicht um die Mütter, die ein deutlich Mehrfaches wiegen. Also daher sind wir da eingeschränkt, in dem, wie wir die Eltern unterstützen können. Man muss Selbstversorger sein können. Dann laden wir sie gerne ein, bei ihrem Kind zu sein. Wir empfehlen das aber nicht in der Phase, wo das Kind vielleicht extrem viel Intensivmedizin braucht, wo ständig Personal an ihrem Kind wäre, wo sie keine Sekunde Ruhe haben. Da finden wir aber dann andere Lösungen für sie. Aber insgesamt ist es schon auch ganz wichtig, dass die Eltern dann immer dort auch mal wieder vorbeischauen. Absolut, absolut. Deswegen gibt es keine Besuchszeiten. Sie können immer kommen. Ja. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Garabi. Hier noch eine Information, zwar nach dem Fotografen gefragt, ob der jeden Tag da ist. Das ist nicht exakt jeden Tag, aber das wird so organisiert, dass wenn Sie das Foto gerne haben möchten oder ein Fotosession, dass die dann entsprechend noch organisiert werden können mit dem. Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen digitalen Informationsabends. Wir haben hier gerade noch mal die Telefonnummer eingeblendet und die E-Mail-Adresse. Wenn Sie jetzt weitere Informationen wünschen, sich vielleicht auch schon direkt anmelden möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, hier direkt Kontakt mit der Frauenklinik aufzunehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, dass Sie dran geblieben sind und auch natürlich erstmal überhaupt zugeschaltet haben. Ganz herzlichen Dank an das gesamte Team hier vor Ort. Wir werden gleich diesen Livestream noch hochladen auf den Kanal, über den Sie jetzt zugeschaut haben. Sie haben also die Möglichkeit, auch noch mal reinzuschauen, falls noch irgendwas ein bisschen schnell gewesen ist oder Sie einen Teil verpasst haben. Und das Team hier vor Ort freut sich sehr, wenn Sie sich für eine Geburt hier im Marienhospital Witten entscheiden und Sie dann hier begrüßen dürfen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Schwangerschaft. Einen vielleicht nicht zu heißen Sommer, dass Sie noch gut durchhalten. Alles Gute.